Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch diesen kleinen hübschen Kerl vor. Hier, das Bubschu. Serafina springt gerade über ihn. Du kannst ja auch nicht schlafen, gell, Wolki? Er ist ein Löwenkopf, Zwergritter in der Farbe Japaner. Er ist ein kastrierter Rabbler. Er hat am 2.4. Geburtstag. Er ist dieses Jahr geboren. Vom Charakter her ist er sehr verspielt und richtiger Quatschkopf, also ist wirklich für jeden Quatsch zu haben. Und er liebt es auch wirklich mit allen möglichen Dingen zu spielen, egal ob das jetzt Kaninchenspielzeug ist oder nicht. Besonders gern spielt er auch mit Schuhen oder mit einer Tasche, Rucksäcker. Er liebt es vor allem auch gebürstet zu werden. Und er ist aber auch einer, der gern mal einfach nur mal die Ruhe genießt und auch mal alle Viere von sich strickt und es einfach sich gut gehen lässt, sich verwöhnen lässt. Er ist auch sehr anhänglich und er mag es, am Öhrchen gekrault zu werden. Und er ist einfach so ein super tolles Kaninchen, ein Wolkenspringer. Und er macht doch seinem Namen alle Ehre. Er ist nicht mehr so flauschig wie eine Wolke. Er macht doch die hätten Luftsprünge und so. Also er ist eigentlich, wenn er tobt, dann macht er nur Luftsprünge, schlägt Haken und so. Und der Name ist einfach passend für ihn. Wolkenspringer. Er liebt Dill besonders sehr gerne. Dafür hat er eine kleine Schwäche. Dill und Fenchel frisst er sehr gerne. Das sind so kleine Dinge, wo man ihn bestechen kann, wenn er mal nicht gebürstet werden möchte. Aber eigentlich liebt er es, gebürstet zu werden und man muss ihn eigentlich gar nicht dazu großartig überreden oder so. Er kommt, er bleibt hier dann auch stehen bzw. sitzen während des Bürstens und hält ohne Probleme still. Da war es bei meinem anderen Bubi, den Chewbacca, bisschen schwieriger. Er mochte das Bürsten am Anfang gar nicht. Er liebte es. Er liebte es. Ich könnte ihn jetzt bürsten, er würde trotzdem liegen bleiben. Er ist wirklich so ein super tolles Kaninchen, tolle Charakterzüge. Auch vom Aussehen her ist er einfach so super süß und einfach so toll. Und so, und er ist wirklich so ein richtiger kleiner Quatschkopf. Er ist wirklich für jeden Quatsch zu haben. Er ist auch sehr verspielt. Und einfach auch sehr flauschig. Er hat extrem flauschiges Fell. Das ist aber bei den Löwenköpfchen normal. Gell, Bubchen? Ich sag dann mal bis zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen zum Wolkenspringer habt, also zu diesem kleinen hübschen Kerl hier, könnt ihr gerne in den Kommentaren ja die Fragen schreiben oder über Instagram.